Da ist es jetzt, das große Liebherr-Pokalfinale Saarbrücken gegen Düsseldorf. Die beiden besten Mannschaften auch in der TTBL treffen also jetzt um den ersten Titel der Saison aufeinander. Im Halbfinale, wenige Stunden zuvor, gewann Düsseldorf ganz klar mit 3:0 gegen Fulda. Allerdings zugegeben, die Spiele waren enger, als es das Endergebnis aussagt. Ja, und Saarbrücken musste über 3 Stunden kämpfen gegen den Post-SV Mühlhausen. Erst im Doppel gab es die Entscheidung und dann standen auch die Saarländer im Endspiel. Gehen wir rein in dieses Match und sehen, dass Darko Jorgic gegen Anton Kellberg den ersten Satz verliert. Anton Kellberg ja bislang ungeschlagen in dieser Saison. Der Schwede ist die Hausnummer im Moment in der TTBL und Darko Jorgic hat dementsprechend eine schwere Aufgabe hier vor der Brust. Andererseits, aus Sicht der Saarländer natürlich, gewinnt Jorgic dieses Spiel, dann ist das schon gleich zu Beginn ein echtes Break. Und im zweiten Satz läuft es dann auch deutlich besser für Jorgic. 3 Möglichkeiten, diesen Satz zu gewinnen jetzt hier. Und es klappt auch. Ganz spannende Kiste schon gleich hier zu Beginn. Super Vorhand hier von Jorgic, der jubelt auch entsprechend lautstark. Wie man überhaupt sagen muss, in diesem Endspiel, da war schon Feuer drin. Man merkte, beide Teams wollten den Pokal unbedingt. Super Rückhand hier wieder von Jorgic. Auch der Versuch von Jorgic immer wieder, den Kellberg in Rückhand-Rückhand-Duelle zu zwingen, weil er da aus seiner Sicht Vorteile hat. Aber Anton Kellberg gleicht wieder aus, 2:2, gleich das erste Einzel, muss also in den 5. Durchgang. Schöner Moment hier, der Stoppball. Und Jorgic trete jetzt auf, wir sehen das. Anton Kellberg liegt deutlich zurück, 4:9. Gibt das die erste Niederlage in dieser Runde hier? Und das ausgerechnet im Pokalfinale. Die Antwort ist ja. Darko Jorgic schlägt Anton Kellberg 3:2. Und damit führt Saarbrücken im Finale mit 1:0. Das Ganze ja in der Ratio Farm Arena leider vor leeren Rängen, wie wir im Hintergrund auch sehen. Durch die Corona-Auflagen durften keine Zuschauer mit dabei sein. Deshalb schön, dass Sie jetzt mit dabei sind, dass Sie das Ganze nochmal am Bildschirm anschauen. Hoffen wir mal, dass im Sommer dann beim TTBL-Finale wieder die Ränge voll sein dürfen und dann entsprechende Stimmung herrscht. Hier ist das Spiel zwischen Christian Karlsson für Düsseldorf und Patrick Franziska. Und das ist ja auch eine Besonderheit. Patrick Franziska hat kürzlich die Schwester von Christian Karlsson geheiratet. Also hier ein echtes Familienduell. Beiden kennen sich nicht nur privat, aber natürlich auch am Tisch bestens. Da weiß eigentlich jeder, was der andere so macht. Und so entwickeln sich immer wieder tolle Ballwechsel. Und Christian Karlsson legt auch gut los, gewinnt den ersten Satz. Im zweiten auch die Führung wieder für den Schweden. Patrick Franziska kann mehrfach hier Satzbälle abwehren, hat dann seinerseits bei 14:13 die Chance. Auch wieder abgewehrt. 15:14, nächste Möglichkeit für den Kapitän der Saarländer. Ja, und da verschlägt Christian Karlsson, ärgert sich. 1:1, der Ausgleich. Und
Wir sehen es am Spielstand. 10-5. Fünf Möglichkeiten für Patrick Franziska in Führung zu gehen. Die Rückhand war drauf. Ein bisschen glücklich an der Kante. Jetzt natürlich für Christian Karlsson der Druck immer größer. 0-1 liegt sein Team hinten. Und wenn er verliert, dann wird es schon richtig knapp. Und es sieht nicht gut aus Sicht des Rekordmeisters und Rekordpokalsiegers. Denn Patrick Franziska verwandelt die Vorhand, jubelt, da ja familienintern etwas verhaltener. Dafür ist die Bank umso lauter dabei. 2-0 führt Saarbrücken im Liebherr-Pokalfinale gegen Borussia Düsseldorf, gegen den Rekordpokalsieger. Und einer wird da schmerzlich vermisst. Timo Boll ist verletzt. Wie geht's den Bauchmuskeln? Ja, im Heilungsprozess. Mir bei der WM ja ein Anriss geholt am seitlichen Bauchmuskel. Dauert halt seine 6 bis 8 Wochen, bis es wieder alles zusammengewachsen ist. Und ich hoffe, dass ich dann wieder durchstarten kann. Jetzt zum Zuschauen, verdammt hinter der Bande, da natürlich das Team unterstützend, aber ja, ist man da nervöser, als wenn man selber spielt, vielleicht sogar? Ja, man ist halt schon ein bisschen hilflos. Klar, gibt man ein paar Tipps mit rein in den Satzpausen, aber ich bin schon lieber noch gerne in der Box. Aber ich hoffe trotzdem, dass meine Jungs das noch drehen. Ich glaube, es ist noch alles drin. Jetzt gleich das Spiel der beiden Dreier gegeneinander, ihr liegt 0-2 hinten. Worauf wird es jetzt ankommen? Also wie geht man vielleicht auch mental in so ein Spiel rein? Ich denke schon, dass wir in den nächsten beiden Partien eigentlich Favorit sind, aber Saarbrücken hat sich bisher stark präsentiert, Respekt, aber wir geben nicht auf und Dang ist, glaube ich, in guter Form, von daher glaube ich, dass er das Spiel hoffentlich auch gewinnt und Anton gegen Patrick ist dann ein ganz offenes Spiel, aber Anton hat es die letzten paar Mal, glaube ich, gewonnen, von daher, wir glauben noch an unsere Chance. Gibt es ja schon Aussichten, wann du wieder mit eingreifen kannst? Ins Spiel jetzt nach der Verletzung? Ja, ich habe am 19. nochmal eine Untersuchung. Da schauen wir, wie der Heilungsprozess verlaufen ist. Und dann ja, hoffe ich, dass ich wieder ins Training einsteigen kann. Und dann mal schauen, wie schnell sich die Form wieder entwickelt nach 2 Monaten Pause. Alles klar, drück mal die Daumen. Dankeschön, Timo Boll. Und wir sind gleich wieder zurück mit dem dritten Spiel. Ja, dann sind wir wieder nach dem Interview mit Timo Boll. Wir haben es gehört, er kann eben nicht dabei sein, wird natürlich schmerzlich vermisst bei Borussia Düsseldorf. Andererseits, Saarbrücken fehlt ja auch Shang-Kun, der nicht mit dabei sein kann, in China ist, der natürlich auch ein echter Unterschiedsspieler sein kann. Also von daher doch irgendwo wieder ähnliche Chancen. Also rein in das dritte Spiel, Dank Q gegen Tomasz Polanski. Timo Boll hat es eben gerade angesprochen, Q hier favorisiert und so fängt er auch gleich mal an. Der Ball natürlich hier ein bisschen glücklich, aber 10-4, deutliche Führung für Dan Q, der extrem stabil geworden ist, seitdem er auch in Düsseldorf spielt, früher in Grünwettersbach. Schon sehr, sehr gut, aber man hat schon den Eindruck, die letzten Monate, dass er da nochmal einen Sprung gemacht hat. Zweiter Satz, Polanski dann besser mit dabei, reicht aber trotzdem nicht ganz. Und dann Q, der zieht hier ganz, ganz sicher seine Bahnen. Super Vorhand hier, er spielt sich jetzt 6 Matchbälle. Und dann ist es auch schon passiert. Das Match ging ziemlich zügig. Und da war Düsseldorf wieder dran. 1-2 nur noch aus Sicht des Rekordmeisters und Rekordpokalsiegers. Jetzt Patrick Franziska gegen Anton Kellberg. Wie würde der Schwede seine erste Niederlage in dieser Saison verkraften? Das war jetzt die große Frage. Patrick Franziska hatte den Tag über auch nicht immer
seine Bestform abrufen können. Gerade gegen Mühlhausen war es ganz, ganz knapp. Da waren die Saarländer, hat hinterher Patrick Franziska gesagt, fast schon mit eineinhalb Beinen im Bus und auf der Heimreise. Man lag da zurück und Daniel Habeson fehlten nur noch 3 oder 4 Punkte, um alles zu entscheiden. Und dann konnte plötzlich Patrick Franziska doch nochmal rankommen und das Spiel drehen. Und Anton Kellberg, dem merkte man an, dass er irgendwie noch an der Niederlage aus dem ersten Einzel zumindest gedanklich ein bisschen zu knabbern hatte. Gerade auch beim Fehlen von Timo Boll ist natürlich der Druck auf ihn besonders groß, wenn er bisher ungeschlagen war in der DBL und auch im Pokal. Und er wird früher oder später da auch, mit die Punkte zu holen. Und jetzt hier Patrick Franziska kommt immer besser ins Spiel. Wir sehen es 1:1 inzwischen in Sätzen. Und jetzt sogar die Chance, 2:1 in Führung zu gehen. Kurz, jetzt lang Rückhand. Das gelingt ihm. Dem ersten FC Saarbrücken fehlt also nur noch ein Satzgewinn und dann wären die Saarländer auf den Tag genau 10 Jahre nach dem Pokalsieg 2012 wieder ganz oben. Und es sieht alles danach aus. 6:2 Führung für Franziska. Und Kellberg legt ja auch zu hoch ab. Die Führung jetzt deutlich für Patrick Franziska. Und Kellberg kommt nochmal ran auf 10:7, aber dann ein Fehlaufschlag und er entscheidet dieses Finale. Patrick Franziska kann es kaum glauben. Saarbrücken feiert, ist Pokalsieger 2022. Mit einem Erfolg gegen Borussia Düsseldorf. Wir sehen es hier, Anton Kellberg entsprechend bedient. Denkbar ungünstiger Zeitpunkt für die Niederlage heute natürlich aus seiner Sicht. Und jetzt gibt es den Pokal an Erwin Berg, den sportlichen Leiter. Und wir genießen einfach mal die Bilder. Pokalsieger, der erste FC Saarbrücken Tischtennis. Das Team und der Pokal. Ja, freut mich natürlich auch für den Macher von Saarbrücken, Erwin Berg von der Firma Tiba, der Chef. Ja, der ist einfach auch bedient, der ist gefühlt 60 Jahre schon dabei und jetzt Champion zu sein, ist natürlich für ihn auch Wahnsinn und freut mich für ihn. Glückwunsch an Saarbrücken, they are the Champions. Ja. Ja, das ist dann auch irgendwo am Ende nicht so schlimm, dass keine Zuschauer da sind. Ja, stolzer Pokalsieger. Erst die Hochzeit, jetzt der Pokal. Läuft, oder? Danke, ja, gab schon schlechtere Wochen. Was hat es am Ende ausgemacht, jetzt hier, dass ihr den Pokal mit nach Hause genommen habt? Es waren ja auch so richtige Nervenschlachten, hatte man den Eindruck. Ja, ich denke, dass wir immer dran geblieben sind. Ich meine, gegen Düsseldorf musst du deine absolute Top-Leistung zeigen, musst aber auch immer gegenhalten, auch wenn es mal schwierig ist. Ich habe ja gesehen, der Rossi kommentiert. Der ist da ja auch ein Freund von, dass man immer weiterkämpft und das haben wir gegen Mühlhausen schon gemacht und ich denke, dass wir im Finale einfach ja, dran geblieben sind, in den wichtigen Momenten die kleinen Punkte gut gespielt haben und deshalb denke ich dann auch am Ende verdient gewonnen haben. Jetzt wird ordentlich gefeiert im Saarland? Ja, wir haben am Dienstag wieder Champions League, aber das ein oder andere Wässerchen wird heute schon getrunken. Da wünschen wir ganz viel Spaß dabei. Dankeschön, Patrick Franziska, und Gratulation nochmal zum Pokalsieg. Danke.